Ja, aber ist ein Grüner. Siegreichen Krieg, wachsame Friedenszeiten, Opfer für den Tod. Ah, endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Ich bin Morrigan, falls ihr es vergessen habt, und wir befinden uns in der Wildnis, wo ich gerade eure Wunden verbinde. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Alle tot. Seit Mutter es eurem Freund gesagt hat, schwankt er zwischen Verweigerung und Trauer. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Das frage ich mich auch, aber sie sagt mir nichts. Vielleicht wart ihr die Einzigen, die sie erreichen konnte. Ich hätte euren König gerettet. Für einen König bekommt man viel mehr Lösegeld als für euch. Dann war ich wohl im Irrtum. Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Soll ich euch das wirklich schildern? Ich habe das Schlachtfeld deutlich gesehen. Ein grauenhafter Anblick. Überall Leichen und jede Menge dunkle Brut, die sie fressen, glaube ich. Sie suchen auch nach Überlebenden und ziehen sie dann unter die Erde. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß, warum. Wenn man in Kontakt mit Brut, der dunklen Brut kommt, kann man irgendwie zu Erna werden oder sowas. Irgendwas war da. In der Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg. Ihr müsst mit Mutter sprechen und uns dann verlassen. Um der Armee der... Schirme bestehlen. Wird erledigt. Seht ihr? Hier ist euer grauer Wächterfreund. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Duncan ist tot. Die grauen Wächter, selbst der König. Sie sind alle tot. Das kann alles nicht wahr sein.
Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Nun, wir können ja schlecht alle grauen Wächter auf einmal sterben lassen, oder? Irgendjemand muss sich ja um diese dunkle Brut kümmern. Es war schon immer die Pflicht der grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte er so etwas tun? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Kaelin hat sie bereits hergerufen. Sie werden kommen, wenn sie können. Aber ich schätze, Loghain hat bereits Schritte unternommen, um sie aufzuhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig hier sind. Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Wildnis lebt. Ich weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Also, wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Eamon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelins Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landing. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Diese Entschlossenheit, wie faszinierend. Das mach mal. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Al-Eamons Hilfe ausreichen wird. Er kann die Horde der dunklen Brut nicht allein besiegen. Euch steht mehr Hilfe zur Verfügung, als ihr denkt. Natürlich, die Verträge. Die grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, dieser Al-Eamon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliff und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Nein, nein, ich danke euch. Ihr seid hier die grauen Wächter, nicht ich. Jetzt unternehmen wir es. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Da ein Topf kocht, werte Mutter, werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Oh. Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher.
Ihre Magie wird euch nützlich sein. Außerdem kennt sie die Wildnis und kann euch an der Horde vorbeibringen. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Verzeiht, aber ich dachte, ihr beide könntet etwas Unterstützung gebrauchen. Ganz egal von wem. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur, wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Wenn ihr befürchtet, ich würde Dämonen beschwören und mich in eine Abscheulichkeit verwandeln, kann ich euch beruhigen. Damit warte ich, bis ihr meinen Kehr seht. Und schon geht's mir besser. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Es stimmt zu, ja. Es ist Zeit, die Wildnis zu verlassen. Meint ihr nicht auch? Was benötigt ihr? Nur zu? Sagte ich das? In Wahrheit waren es Hunde. Riesige, sabbernde Hunde aus Anderfels. Ein ganzes Rudel von ihnen. Das würde auch erklären, was. Nun, wenn ihr so penibel auf die Tatsachen achten wollt, bitte, ja, stimmt. Mal sehen, wie erkläre ich das? Ich bin ein Bastard. Und spart euch die Sprüche. Ich meine damit, ich habe keinen Vater. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war. Al Eamon war nicht mein Vater, aber er hat mich aufgenommen und mir ein Dach über dem Kopf gegeben. Er war gut zu mir, obwohl er es nicht musste. Ich respektiere ihn und verüble es ihm nicht, dass er mich in die Kirche schickte, sobald ich alt genug war. Ich war jung, zornig und nicht sehr gläubig. Natürlich gab ich ihm die Schuld. Ich habe ihn angeschrien wie ein kleines Kind, was ich ja auch war. Er wirkte nicht überrascht.
Al Eamon heiratete später eine junge Frau aus Orlais, was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Arlessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre. Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Al war das egal, aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Arlessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Vermutlich. Er tat es nur einer Frau zuliebe, die ihn bedient hatte. Es ist ja nicht so, dass ich dort Bettwäsche aus Seide gehabt hätte. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Ja, ziemlich sicher sogar. Ich sehe ihm auch gar nicht ähnlich, wie ihr feststellen werdet. Die Gerüchte gab es dennoch weiterhin. Ich weiß nur, dass der Aal ein guter Mann ist und dass das Volk ihn liebt. Außerdem war er König Kaelens Onkel. Er müsste ein Interesse daran haben, Loghain zu bestrafen. Wie auch immer, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist Zeit, die Wildnis zu verlassen. Lassen. Meint ihr nicht auch? Sprecht. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Lederhandschuhe nehmen wir für Sie. Stiefel. Ja, schenkt man nur. Ist das für mich? Wirklich? Schenkt mir einfach ein bisschen was hier. Mal schauen, was haben. Fünf. Ja. Weltkarte. Innerem Circus, Schloss Redcliffe, Dorf Redcliffe, Lotterring. Cool. Ah, die Hinterlande. Kennen wir gut. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostagar verloren haben, und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostagar? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Hm.
Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört! Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Ben Teagan, bitte! Eure Majestät, euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Teagan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, dieser Bursche ist Ihr Anführer. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, Sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge, dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Ganz genau, zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbestem Zustand, oder was meint ihr? Ihr wollt mehr bezahlen? Ha, wir freuen uns über jede Spende! Wir sollen euch also durchlassen, um einen dickeren Fisch zu fangen? Ich habe das Gefühl, dass wir bei diesem Plan am Ende die Dummen sind. Aber wenn sich eine Karawane nähert, sollten wir dann nicht einen Hinterhalt vorbereiten? Es gibt keine Karawane, du Einfallspinsel! Ihr bezahlt einfach den verdammten Wegzoll. Dann könnt ihr weitergehen und um Schutz bitten, oder weshalb auch immer ihr hier seid. Ich kann nicht sagen, dass ich erfreut bin, das zu hören. Wir haben gewisse Regeln, müsst ihr wissen. Genau. Dann werden wir eben eure Leiche plündern. So sind die Regeln. Hat er gesagt, er sei ein grauer Wächter? Schon einschüchternd. Einer von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taryn Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Aber sind die grauen Wächter nicht gut? Ich meine, richtig gut? Gut genug, um einen König zu töten? Da hast du nicht ganz unrecht. Vergessen wir den Wegzoll. Wir überlassen euch einfach dem, was ihr so tut. Die dunkle Brut bekämpfen, Könige töten. Wie ist denn die grauen Wächter mit einer Spende vertragen? Zu freundlich von euch. Dann geht bitte weiter. Genießt euren Aufenthalt in Lothering. Weltkarte, ja. Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss. Es ist echt süß, dass ihr so viele Fragen stellt. Das ist mir klar. Es ist schon gut. Meine Mutter wurde tatsächlich einige Male gejagt von dümmlichen Templern wie Alistair, woraus ihr entnehmen könnt, welchen Erfolg sie hatten. Flemeth hat sogar eine Art Spiel daraus gemacht. Wenn Templer kamen, sah sie mich an, lächelte und sagte, nun würden wir wieder etwas Spaß haben. Sie waren aufgeplustert und arrogant, voller Selbstherrlichkeit. Ihr mögt sie bedauern, aber ihnen taten wir nicht leid. Flemeth hat sie immer gewarnt, aber sie haben nie darauf reagiert. Und dann begann das Spiel. Flemeth hat mich oft als Köder eingesetzt. Ein kleines Mädchen, das schreit und rennt und die Templer tiefer in die Wildnis lockt. Zu ihrem Untergang.
Es war ein Spiel und ich ein kleines Mädchen. Wenn ich nicht hätte mitspielen dürfen, wäre ich sehr wütend geworden. Aber die Wildnis ist sehr weitläufig. Immer wenn sie uns gefunden hatten, verlegte Flemeth unsere Hütte und wir verschwanden wieder im Wald. Erst als ich viel älter war, wurde mir klar, in welcher Gefahr wir schwebten. Von Abtrünnigen oder Maleficaren hatte ich noch nie etwas gehört. Hätten Sie bedauert, was Sie mit uns gemacht hätten? Ich war ein Kind. Dennoch hätten Sie sich mit Freuden meinen Kopf als Trophäe geholt. Abtrünnige bekommen keinen Prozess. Kein Gefängnis, keine Gnade. Das Urteil ist endgültig. Darum zählt nur das Überleben. Eines hat die Wildnis mich gelehrt. Überleben ist alles. Seht ihr das anders? Oh, ich würde ja nachfragen, aber das dauert dann vermutlich länger und ich werde plötzlich so müde. Ja, genau. Genug geredet. Widmen wir uns wieder der aktuellen Aufgabe. 13. Ich muss kurz vorher überprüfen, wie clever du.